Die Idee war natürlich, dass diese bewaffnete Macht der Territorialverteidigungen miteinander einen äußeren Angriff abwehren würde. Es war niemals so gedacht, dass sie gegeneinander losgehen würde. Doch genau das wird geschehen in der großen jugoslawischen Katastrophe. Nach Titos Tod flammt alte Feindschaft wieder auf. Der Hass auf den Nachbarn. Die Albaner sehen sich durch die Regierung in Belgrad unterdrückt. Sie wollen nicht länger eine serbische Provinz sein, sondern eigenständige Teilrepublik werden. Im März 1981 werden in der Hauptstadt Pristina Krawalle blutig niedergeschlagen. Seit Titos Tod herrscht in Belgrad ein Präsidium aus Vertretern aller Teilrepubliken und Provinzen, die sich mit jedem Tag mehr in interne Konflikte verstricken. Es ist schwer, durch nationale Rotation oder eine kollektive Präsidentschaft zu regieren. Dieses System konnte nicht überleben. Die Wirtschaftskrise wächst sich zur Bedrohung für den Staat aus. Benzin ist knapp, Alltagsgüter werden rationiert. Vieles ist für die Jugoslawen kaum noch erschwinglich. Titos Land hat jahrzehntelang auf Pump gelebt. Jetzt drehen die ausländischen Kreditgeber den Geldhahn zu. Der wirtschaftliche Zerfall weckt den Nationalismus in allen Teilrepubliken Jugoslawiens. 1986 betritt in Belgrad ein Mann die politische Bühne, den bis dahin kaum jemand kannte, Slobodan Milošević. Seine Eltern waren Montenegriner. Er versteht sich als leidenschaftlicher Serbe. Der Jurist hat es als Industrieboss und Bankdirektor in die höchsten Ränge der kommunistischen Partei gebracht. Milošević war schlau. Er wusste, wie die Welt funktionierte und erkannte sehr früh die Kraft des Nationalismus. Bei seinem Besuch der serbischen Minderheit in der Provinz Kosovo kommt es zu einer Szene, die ihn schlagartig berühmt macht. Als einige Serben in der Menge behaupten, die hauptsächlich aus Albanern bestehende Polizei hätte sie verprügelt. Mit einigen folgenschweren Bemerkungen gießt Milošević Öl ins Feuer. Ab diesem Moment konzentriert sich Milošević nur noch darauf, die Macht zu übernehmen und Serbiens starker Mann zu werden. Taking over power in Serbia and becoming the Serbian strongman. Milošević's Botschaft: Die Serben müssen sich erheben. Ansonsten drohe ihnen im Kosovo und vor allem in Kroatien die kulturelle Verdrängung. Auch in anderen Regionen Jugoslawiens flammt serbischer Nationalismus auf. Hunderttausende Anhänger folgen Milošević's Rede auf dem historischen Amselfeld im Kosovo. Ein für die Serben fast heiliger Ort. Im Sommer 1389 stellt sich hier der serbische Fürst Lazar den Osmanen entgegen, die immer größere Teile des Balkans erobern. Er stirbt in der Schlacht und die Invasoren sind letztlich nicht zu stoppen. Aber für die Serben bleibt das Amselfeld ein Symbol für ihren Kampf gegen die Unterdrückung. Zur 600-Jahr-Feier der Schlacht ruft Milošević zur Revolte auf. Danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Von diesem Moment an sind es nur noch 2 Jahre bis zum großen Blutvergießen in Jugoslawien. Im Osten Europas brechen im Herbst 1989 die kommunistischen Systeme zusammen. Im November fällt die Berliner Mauer. Wie lange kann sich das Regime in Jugoslawien noch halten? Als erstes fordert Kroatien seine Souveränität.
Bei Wahlen im Mai 1990 gewinnt die nationalkonservative Partei HDZ und bringt ihren Gründer Franjo Tudjman an die Macht. Der einstige Partisanenkämpfer engagiert sich seit der Schulzeit in der nationalen Bewegung. Nun wird er zum starken Mann der Republik, die sich von Jugoslawien lösen will. Dafür nimmt er auch Krieg in Kauf. Franjo Tudjman stand für eine Kombination der militärischen und mythologischen Größe Kroatiens. Für das, was sein Traum des kroatischen Staates war. Im Maksimirstadion von Zagreb trifft Gastgeber Dinamo im Mai 1990 auf Roter Stern Belgrad. Als Vjekoslav Škrinjar und sein Team auf den Platz gehen, prügeln kroatische und serbische Fans aufeinander ein. Es begann eine Massenschlägerei. Und auf der Nordseite brachen die Anhänger von Dinamo durch die Geländer der Absperrungen. Das Chaos wurde immer schlimmer. Unsere Fans stürmten auf den Rasen. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die jugoslawische Polizei versucht, die kroatischen Fans vom Rasen zu drängen. Zagrebs Mannschaftskapitän Zvonimir Boban stürmt auf einen Polizisten zu und attackiert ihn mit einem gezielten Tritt. Der Mittelfeldstar wird zum Helden des kroatischen Widerstands gegen die von Belgrad beherrschte Föderation. Danach ist nichts mehr, wie es war. In dem Moment begann die Trennung von Kroatien und Jugoslawien. Wir haben danach noch eine Saison in der jugoslawischen Liga gespielt, obwohl die Zustände immer verrückter wurden. Ein Jahr lang hat Jugoslawien noch existiert, dann brach es auseinander. Eine wütende Menge lehnt sich gegen die serbisch dominierte Staatsmacht auf. Die jugoslawische Tragödie nimmt ihren Lauf. Das Spiel wird nie angepfiffen. Und bis heute gilt dieser 13. Mai 1990 für viele Menschen als Schicksalsdatum. Ein Jahr später steht Jugoslawien in Flammen. Jugoslawien droht zu zerbrechen. Titos Vision eines südslawischen Vielvölkerstaates ist gescheitert.